Ja, der Metin Kaya kenne ich schon seit fast gefühlt ewige Zeiten. Ist hier schon lange zurück, wo er in offizieller Funktion kennenlernen durfte, damals als Sportminister, noch, als ich im Land tätig war, in der Regierung. Nachher auch als Regierungschef. Und in dieser Zeit hat er ja das Land nach aussen als Sportbotschafter mehr als wir würdig vertreten. Aber seine Leistung sportlicher Natur, die er für das Land erbracht hat, ist beispiellos. Er hat 15 Weltmeistertitel für das Land erkämpft. Und ich glaube, es ist etwas, wo uns in die Welt hinaustreten und auf das Land stolz ist. Und das hat schon damals hat man schon gesehen, dass er ein großer Sportler wird. Und jetzt darf ich bei ihm trainieren. Und jetzt bin ich seit ein paar Wochen da. Es gefällt mir toll und super gut. Ich habe auch gemerkt, dass die Schwertkampfkunst und dass mir das taugt. Insofern, weil ich auch selber eingehen müssen, das, was ich im heutigen beruflichen Leben viel weitergebe, ist fokussieren, konzentrieren, dann auch nicht verzetteln. Meistens macht man es dann ja selber nicht ganz so konsequent. Und da die Stunde, wenn ich da bin, dann muss ich mich konzentrieren. Mich freut es, ein bisschen Fitness dazu. Und so schließt sich jetzt auch für mich der Kreis wieder seit den 15 Jahren, die ich den Metting kenne.